Sorry, aber wie funktioniert eigentlich Bluetooth? Also wie kann ich bitte Videos und Musik einfach über die Luft verschicken? Das ist doch Zauberei, oder nicht? Ich bin Niklas und wenn du jeden Tag lernen willst, wie unsere Welt funktioniert, dann folg mir am besten jetzt. Bluetooth, also Blauzahn, leitet sich ab von Harald Blathan. Das war ein dänischer König, der vor über 1000 Jahren gelebt hat. Seine Initialien in Runenschrift sind sogar das heutige Bluetooth-Logo. Wie crazy ist das? Bluetooth sendet Daten über relativ schwache Radiowellen, die eine Reichweite von knapp 9 Metern haben. Das heißt, eigentlich funktioniert Bluetooth ganz ähnlich wie analoges Radio. Wenn sich zwei Geräte per Bluetooth verbinden, dann einigen sie sich auf eine von 79 Radiofrequenzen um die 2,4 GHz und dann werden kleine Datenpakete verpackt und über diese Frequenz verschickt. Mein Handy verschickt also Musik in kleinen Paketen über diese Frequenz und meine Kopfhörer haben eine kleine Antenne eingebaut, die diese Pakete auspacken und in Musik umwandeln. Und AirDrop von iPhones kombiniert Bluetooth und Wi-Fi, um Daten noch schneller und akkusparender zu übertragen. Schon wieder was Neues gelernt.